In der Geriatrie kommen typischerweise Patienten, die einen Akutaufenthalt hinter sich haben, die aber meistens so schwer erkrankt sind, dass sie nicht ausreichend mobil sind, sich zu Hause noch nicht selbst versorgen können. Typischerweise sind solche Patienten 80 Jahre alt, haben etliche Diagnosen, brauchen noch Hilfe in der Eigenversorgung. Wir müssen klären, ob sie zu Hause ausreichend versorgt sind. Im Vorfeld werden die Patienten erstmal vorgesichtet, ob die für die Geriatrie geeignet sind. Die müssen eine gewisse Grundmobilität haben. Und wir wissen aus Erfahrung, dass sie eine bestimmte Zahl an Behandlungstagen brauchen, damit sie eine Chance haben, ausreichend kräftig und belastbar zu werden. Wir bieten denen dann in den ersten 2 Tagen an, dass wir erstmal gucken, wie belastbar sie sind. Im therapeutischen Team kommen Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Neuropsychologen, Sozialarbeiter und natürlich auch die Pflege und die Ärzte. Unsere Patienten bleiben im Mittel 17 Tage. Das benötigen sie, um ausreichend kräftig und stand- und gangsicher zu werden. Sollten sie sich unerwartet schneller erholen, können sie auch vorzeitig nach Hause. Ein Teil unserer Patienten, die in unserem Einzugsgebiet sind, Radius etwa 20 Kilometer um die Klinik herum, können die Behandlung in der Tagesklinik fortsetzen. Dort bekommen sie die gleiche Therapiedichte, werden aber von zu Hause abgeholt, kriegen über Tag die Anwendung, es geht um 3 Uhr wieder nach Hause. Sie haben dann die Möglichkeit, eben zu Hause im gewohnten Umfeld den Nachmittag und Abend zu gestalten und dort auch zu schlafen.